Hier haben wir den neuen Flachdachablauf Passavant Spin mit Isolierkörper und mit Kugelrost in der Nennweite DN100. Dieser Flachdachablauf ist hervorragend geeignet für den Einbau in Flachdächern, zum Beispiel mit einer Kiesschüttung. Aber selbstverständlich können wir diesen Flachdachablauf auch für Dachterrassen verwenden mit aufgeständerten Bodenplatten. Für diese Anwendung können wir den Kugelrost entnehmen und können hierfür alternativ einen Aufsatzrahmen mit Rost auf den Flachdachablauf aufsetzen. Alternativ können wir aus dem Zubehörprogramm dies auch in einer eckigen Form 200 mm auf 200 mm Arm bieten. Und wenn dieser auf den Flachdachablauf aufgesetzt wird, haben wir nun eine Höhe Oberkante Flansch bis Oberkante Rost von 55 mm. Ist für die jeweilige Anwendung auf der Baustelle diese Höhe nicht ausreichend, können noch die beiden Höhenverstellringe 25 bis 40 oder 45 bis 60 mm mit eingebaut werden. Hierzu wird der Aufsatzrahmen mit Rost entnommen und der Höhenverstellring aufgesetzt. Der Höhenverstellring lässt sich um 360 Grad drehen und hat oben Nasen angebracht und diese Nasen greifen in die stufenförmigen Aussparungen des Aufsatzrahmens ein. Wenn ich diesen nun aufsetze, habe ich in der Grundstellung oder in der niedrigsten Stellung eine Höhe von 80 mm. Ist diese Höhe nicht ausreichend, kann ich durch eine 90-Grad-Drehung den Aufsatzrahmen mit Rost in 5 mm Schritten anheben und kann ihn somit bis zu einer maximalen Höhe von 95 mm anheben. Ist diese Höhe nicht ausreichend, kann der zweite Höhenverstellring aufgesetzt werden. Die Höhenverstellringe sind beliebig stapelbar. Setzen wir nun den Aufsatzrahmen mit Rost wieder auf, haben wir jetzt eine insgesamte Höhe von 125 mm. Wie gerade erklärt, können wir jetzt auch hier wieder in 5 mm Schritten unseren Aufsatzrahmen mit Rost anheben und somit auf eine maximale Gesamthöhe von 140 mm ansteigen. Ist diese Höhe immer noch nicht ausreichend, haben wir auch die Möglichkeit, den Höhenverstellring durch Drehen um 5 mm Schritte anzuheben und gehen hier zum Beispiel auf die maximale Höhe, die wir hiermit erreichen können. Setzen dann den Aufsatzrahmen mit Rost auf und wenn wir, wie hier zu sehen, auf das maximale Maß gehen, haben wir eine Höhe von 170 mm. Dies ist natürlich nicht nur mit dem rechteckigen Aufsatzrahmen mit Rost möglich, dies können wir selbstverständlich auch mit dem Aufsatzrahmen mit Rost in Rund umsetzen.